Auch heute spielen die Themen Inflation, die Renditen und die Stimulusgeschichte in den USA die zentrale Rolle an den Märkten. Und über diese Themen will ich noch ein paar Worte verlieren, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse. Und starten wir gleich mal mit der Inflation. Wir hatten heute die US-Erzeugerpreise, höchster Stand seit 2018, ein Anstieg zum Vorjahresmonat um satte 2,8%, zum Vormonat um plus 0,5%. War so erwartet, hat also jetzt niemand komplett auf dem falschen Fuß erwischt, aber es zeigt, dass natürlich jetzt die Parameter sich verschieben, wenn wir vor allem jetzt mal auf die Vorjahresmonate gucken. Und genau das ist ja das, was die Märkte derzeit spielen. Zumal eben da noch dieser Stimulus obendrauf kommt von der US-Regierung und der ist ein bisschen höher als viele denken. Will ich gleich zeigen, warum. Und zweitens, weil eben jetzt auch die Amerikaner sehr viel Sparvolumen haben. Sie sind viel reicher geworden durch den Anstieg der Immobilienpreise, zumindest die Immobilienbesitzer, und durch den Anstieg der Aktienpreise, zumindest die Aktienbesitzer. Und all das wird hier eine gewichtige Rolle spielen. Die Inflationserwartungen dementsprechend heute auf den höchsten Stand gestiegen, was die längerfristigen Inflationserwartungen in den sogenannten 10-Year-Break-Evens widerspiegelt. Also die Inflationserwartung in 10 Jahren für die dann folgenden 10 Jahre ist ein bisschen verrückt, aber sei es drum. Und auch die 5-Year-Break-Evens, also die Inflationserwartung in 5 Jahren für die dann folgenden 5 Jahre, sind auf den höchsten Stand seit 2014 bzw. sogar 2008 gestiegen. Also man rechnet immer mehr mit ansteigenden Preisen. Da wird ja eine Menge an Geld ausgeschüttet. Und die Frage ist, gibt es dafür genug Güter? Das ist ja die Definition von Inflation. Ist mehr Geld, als es Güter gibt im Prinzip? Wir haben ja vielleicht sogar so ein paar Flaschenhälse, weil viele ausscheiden aus der Produktion, sind pleite gegangen, andere kommen nicht hinterher. Das ist sozusagen jetzt das große Thema, das von den Märkten gespielt wird. Und jetzt hat gestern Christine Lagarde versucht, diese Renditen, die infolge der Inflationserwartungen eben deutlich gestiegen sind, nach unten zu kriegen. Die EZB hat das versucht. Man hat also angekündigt, im nächsten Quartal hier deutlich mehr an Anleihen zu kaufen. Und es hat allerdings nicht viel geholfen, denn heute sehen wir neue Hochs jetzt bei den Renditen. Hier die 10-jährige Staatsanleihe heute auf 1,63% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Februar 2020, also seit dem Zeitpunkt, bevor die Corona-Krise einsetzte. Also da ist das Pulver schon relativ schnell verschossen worden durch die EZB. Es hat praktisch kaum einen Effekt, denn wenn die US-Renditen steigen, dann steigen auch die Renditen für die europäischen Staatsanleihen. Das ist praktisch ein einziger Fischzug, da müssen alle mit, da schwimmen alle mit. Dementsprechend ist das schon ein bisschen peinlich, dass sozusagen hier dieser große Schritt, den man da gemacht hat, angekündigt zu haben, hey, wir reagieren auf die steigenden Renditen, indem wir mehr kaufen wollen, und einen Tag später ist das alles schon praktisch wieder für die Katz. Naja, ziemlich peinlich. Und da ist die Madame Lagarde in ihrem Versuch, die Renditen nach unten zu reden. Hier sagt Sven Henrik, also das ist in etwa so, wenn man eben so viel Liquidität ins System pumpt, dass deswegen eben die Renditen steigen, weil eben die Inflationserwartungen steigen und damit sozusagen die Assetblase gefährden. Also was macht die EZB, was denkt sich die EZB? Ja, dann pumpen wir doch noch mehr Liquidität ins System, dann wird das Problem schon sich erledigen. Also eine Medizin, die nur wenig wirkt oder gar nicht wirkt, da erhöht man dann ein bisschen die Dosis, das wird funktionieren, da bin ich mir relativ sicher, denn die Weisheit der EZB in ihrem Frankfurter Turm ist geradezu unendlich, das wissen wir. Und jetzt ist eben das Thema, dass durch diese steigenden Renditen, hier sehen wir mal die verschiedenen Anleiherenditen in den USA, 2-jährige, 5-jährige, 10-jährige und 30-jährige, dass das natürlich den Dollar ein Stück weit befestigen wird, denn es sorgt dafür, dass Kapitalflüsse in den Dollar passieren. Wenn ich eine deutsche Staatsanleihe kaufe, 10 Jahre, habe ich eine Rendite von minus 0,3%. Nicht so furchtbar attraktiv. Wenn ich dann für 1,6 eine amerikanische 10-jährige Anleihe kaufe, dann ist die Wahl nicht so fürchterlich schwierig. Und das Problem ist jetzt, dass die Anleihemärkte nicht Ruhe geben werden, wie hier ein Kommentar sagt, bis wir die 2% Renditemarke erreicht haben. Angesichts einer Erwartung von Wirtschaftswachstum in den USA von 6, 7, ja, teilweise sogar 10%, wäre das alles andere als
ungewöhnlich, wenn das passieren würde. Und wir sehen jetzt, dass da eine gewisse Unruhe auch an der Anleihefront ist, denn die sogenannten Primary Dealer, das sind vorwiegend große US-Banken, die also praktisch als Vermittler zwischen dem Staat auftreten und den Kunden, die diese Anleihen kaufen, vor allem institutionelle Kunden. Da gibt es große Primary Dealer wie JP Morgan. Und die verkaufen jetzt in einem Umfang ihre Staatsanleihen, die sie im Depot haben, wie noch nie. Und der Grund ist die sogenannte SLR, diese Sonderregelung, die im April 2020, also in der Corona-Krise, eingeführt wurde. Die besagte, liebe Banken, ihr müsst, wenn ihr jetzt Assets habt, könnt ihr eure Staatsanleihen, die ihr im Depot habt, praktisch mal ausklammern, wenn es darum geht, wie viel Eigenkapital ihr in Relation zu euren Assets vorhalten müsste. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Banken Staatsanleihen gekauft haben, weil die zählen in gewisser Weise nicht. Aber, und diese Regelung läuft jetzt im April aus, das heißt, die Fed muss, wenn sie in der nächsten Woche tagt, eine Äußerung dazu geben, wird dieses SLR-Thema jetzt verlängert, nochmal ein Jahr verlängert, macht eigentlich gar keinen Sinn angesichts der Wirtschaftserwartung, denn das war ja eigentlich ein Kriseninstrument, das man eingesetzt hat seitens der Notenbank, damit sozusagen die Banken Liquidität ins System pumpen, dass sie Staatsanleihen kaufen können, dass sie Kredite vergeben können, weil eben sie mehr Liquidität haben, indem die Eigenkapitalanforderungen faktisch gesenkt wurden. Und Eigenkapital ist das Gold der Banken, könnte man sagen. Da sieht man die Falle, in die Notenbanken getappt sind. Da haben sie sozusagen ein Programm aufgelegt, das jetzt gar keinen Sinn mehr macht angesichts der wirtschaftlichen Situation und auch der finanziellen Situation der Banken. Und andererseits muss man jetzt dieses Programm vielleicht verlängern, was ökonomisch gar keinen Sinn macht, aber eben eine Panik am Anleihenmarkt verhindern soll, damit sozusagen die Banken dann noch mehr Staatsanleihen verkaufen. Also das wird in der nächsten Woche die ganz entscheidende Frage. Jedenfalls sehen wir, dass mit dem Anstieg der Renditen auch der Nasdaq unter Druck kommt. Hier sehen wir die Renditen invers, also praktisch andersrum, nicht wahr? Und wir sehen, dass der Nasdaq ziemlich kongruent, ziemlich parallel zu den Renditen läuft. Steigen also die Renditen, dann fällt der Nasdaq. Hier ist das Ganze invers, deswegen sieht man, dass eben die steigenden Renditen dazu führen, dass der Nasdaq fällt. Und das ist genau das Thema heute auch. Wir sehen heute den Nasdaq wieder schwächer. Dagegen die anderen Indizes in den USA oder auch der DAX, der ja sehr value-getrieben ist, da relativ wenig beeindruckt. Und wir sehen, der Nasdaq 100, so ein Artikel bei MarketWatch, könnte um 20% korrigieren, wenn die 10-jährige Rendite wirklich auf 2% steigen würde. Und wir sind heute im Hoch bei 1,63% gewesen. Also das wäre noch ein weiterer Anstieg von 0,7%. Aber die Frage ist vor allem, wie schnell geht diese ganze Geschichte. Und der Anstieg heute war wieder sehr schnell, nachdem wir ja eine Korrektur gesehen hatten bei den Renditen, eben auch, weil viele Hedgefonds hier auf eine steigende Rendite gewettet hatten. Und dann gab es einen gewissen Short Squeeze, eine gewisse Gegenbewegung, weil viele dann auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Aber der fundamentale Case, die fundamentale Begründung ist eben doch relativ zwingend für steigende Renditen. Deswegen sehen wir immer wieder steigende Renditen und dann eben auch einen belasteten Nasdaq. Und das ist gerade für Cathie Wood und ihren ARK Invest ETF. Da gibt es ja mehrere solche Produkte, die die gute Dame hier gelauncht hat. Ist das ein Problem? Da sind vorwiegend eben unprofitable Tech-Unternehmen drin. Da verspricht sich Cathie Wood eine ganz grandiose Zukunft, ebenso wie von Tesla, sei hemmungslos unterbewertet. Da kann ich nur zustimmen, meine Damen und Herren. Tesla ist geradezu spottgünstig und da ist also die Frage, ob Cathie Wood sozusagen ein Klumpenrisiko hat, das dann explodieren könnte, wenn die Renditen weiter steigen. Aber es gibt natürlich ein Interesse, diese Renditen nach unten zu bringen seitens der Fed, die aber bisher das Thema so ein bisschen gemieden hat. Diese SLR-Geschichte wird deshalb von zentraler Bedeutung, denn das wäre eine Chance hier, die Renditen zu senken, auch wenn es ökonomisch, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn macht. Und der Anstieg der Aktienmärkte und der Immobilienmärkte, ich hatte es anfangs gesagt, führt dazu, dass die Amerikaner so reich sind wie noch nie. Wir sehen, dass sie deutlich reicher sind sogar als auf dem Hochpunkt der Immobilienblase in den USA. Damals waren ja vor allem die Immobilienpreise massiv gestiegen. Das heißt, wer Immobilienbesitzer war, der konnte sich da eben über einen Papierwertzuwachs zumindest freuen. Und jetzt kommt eben zu dieser
zu diesen extrem hohen Immobilienpreisen in den USA eben jetzt auch noch die extrem hohen Aktienpreise hinzu. Und das ist natürlich wunderbar, das ist super schick. Und jetzt nochmal zum Thema Stimulus. Ich hatte neulich gesagt, ja, eine durchschnittliche Familie kann da durchaus $10.000 bekommen aus dem Stimulus. Haben viele gesagt, ja, also, diese Rechnung verstehe ich nicht. Aber die setzt sich folgendermaßen zusammen. Wir haben ja $1.400 für jeden Erwachsenen. Das heißt, ein Paar bekommt schon mal $2.800. Jetzt kommt aber noch hinzu, wenn man also nicht mehr als $80.000 verdient im Jahr oder 160.000 als Paar. Jetzt kommt aber noch der sogenannte Tax Credit für die Kinder mit dazu. Und der beträgt $3.000 für Kinder im Alter zwischen 6 und 17 Jahren und sogar $3.600 für Kinder unter 6 Jahre. Das heißt, das ist eine Steuerermäßigung. Das heißt, wenn ich $20.000 Steuern zahle, dann werden da eben mal entspannt $3.000 abgezogen oder eben $3.600. Es gab bisher die Regelung, dass dieser sogenannte Tax Credit $2.000 war. Mithin kommen also nochmal $1.000 extra obendrauf. Wenn man jetzt von 2 auf 3.000 bzw. von 2 auf 3.600 erhöht, dann kommen sogar $1.600 pro Kind obendrauf. Und wer jetzt 27 Kinder hat, der kann also durchaus da ein bisschen was verdienen. Gar keine Frage. Das kommt also noch auf diesen Stimulus-Check obendrauf. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Amerikaner durchschnittlich so reich sind wie noch nie zuvor. Ab $150.000 gibt es übrigens dann Runterstufungen für diesen Tax Credit für Kinder. Das nur nebenbei gesagt. Und jetzt sehen wir, dass gleichzeitig die sogenannte Equity Market Exposure der Amerikaner so hoch ist wie noch nie. Also die, wie soll man sagen, die Positionierung im Markt. Und zwar entweder direkt, weil die Leute selber Aktien kaufen oder Optionen oder was auch immer. Und auf der anderen Seite vielleicht auch als Altersversicherung eben dann Mutual Funds haben, also praktisch Aktienfonds haben. Also hier sind wir jetzt auf dem höchsten Stand ever. Und das bedeutet, das ist natürlich schick, wenn die Dinge steigen. Aber wenn es mal andersrum gehen sollte, das zeichnet sich natürlich in den nächsten 500 Jahren nicht ab. Aber wenn es dann mal so sein sollte, dann wäre das natürlich ein Problem, denn dann würde dieser Papierreichtum auch sehr schnell eben wieder verschwinden. Dann wäre das Problem ein großes und dementsprechend versuchen natürlich alle, sowohl die Wall Street als auch die Fed, dass die Aktienmärkte nicht so abschmieren wie im März 2020. Da hat die Fed ja alles getan, damit wir nicht nur am Junkbond-Markt ein Desaster erleben, ein weiteres Desaster, ein Blutbad erleben, sondern auch bei den Aktienmärkten. Da hat Jerome Powell, der selber ja nicht unwesentlich ein Aktienvermögen besitzt, vor allem im Russell 2000, S&P-ETFs hat er etc., da musste er dann einschreiten zum Wohl der Amerikaner und zu seinem eigenen. Jetzt vielleicht noch zu Tesla und Cathie Wood, diese ganze Geschichte. Hier heute ein interessanter Artikel von Wall Street Journal, der sagt, Tesla sieht sich jetzt immer mehr Konkurrenz ausgesetzt in den eigenen Segmenten der Autos, die man hier produziert. Tesla ja ein Gesamtabsatz weltweit 500.000 Stück, VW ist jetzt so bei 430.000. Holt mit Riesenschritten auf. Manche unterstellen mir, ich wäre ein Liebhaber von VW. Okay, ich habe nichts gegen die Firma, ja, aber jedenfalls scheint der VW in kürzester Zeit, also es dürfte ein paar Monate dauern, dann wird man vor Tesla sein. Und hier unten sehen wir mal die Kursentwicklung in den letzten Monaten. Da sehen wir, Volkswagen hat deutlich aufgeholt, hat natürlich noch wahnsinnig viel Luft oder hätte noch viel Luft, was die Bewertungen betrifft im Vergleich zu Tesla. Da wäre noch richtig Luft, aber wir sehen schon, jetzt kommt langsam so ein bisschen die Realität. Tesla wird natürlich seine Führungsposition bald verlieren, wenn ein so mächtiger Konzern mit sehr, sehr tiefen Taschen wie Volkswagen, das ist dann eben wirklich alles auf diese Elektromobilität fokussiert und das ist bei Volkswagen ja schon sehr stark der Fall. Für Tech heute schwierig auch das, was die Wettbewerbsbehörden in China heute veranstaltet haben. Da wurde zum Beispiel Tencent ein bisschen zensiert, kann man sagen. Der Chef der Ant Group musste gehen. Also da ist durchaus ein Gegenwind, ein politischer Gegenwind jetzt bei den großen Tech-Konzernen in China zu erkennen seitens der Führung. Man fürchtet offenkundig, dass diese Tech-Konzerne nicht mehr beherrschbar werden, wenn sie zu groß, zu mächtig werden. Also will man jetzt einschreiten und ihnen mal zeigen, wir sind derjenige, nämlich die Führung in Peking, die hier das Sagen hat und nicht ihr.
Also bleibt schön in bestimmten Geschäftsbereichen, werdet bloß nicht zu mächtig, sonst haben wir ein Problem. Das ist etwas, was den Tech-Sektor heute auch noch belastet. Und interessant vielleicht, wir haben ja kürzlich ein neues ETF, ich hatte darüber berichtet, aufgelegt bekommen, das sogenannte FOMO-ETF. Da kann man also alles mit abbilden, was Fear of Missing Out ist, also diese ganzen Dinge, wo die Leute gierig sind. Und es ist interessant, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr eben auch die Auflegung eines Beer Market ETFs bekommen haben. Damals war es so, dass der Crash schon vorbei war und die Aktienmärkte dann eben praktisch nur noch nach oben gegangen sind. Ist das ein schlechtes Zeichen? Das ist die Frage. Jedenfalls ist das wahrscheinlich ein nicht uninteressanter Short-Kandidat, dieses FOMO-ETF. Und was haben wir noch? Wir haben die Situation, dass in Europa die Corona-Krise praktisch überstanden ist, könnte man meinen, denn wir haben die Industrieproduktion jetzt erstmalig über dem Vorjahresniveau, die Daten aus dem Februar, also vor der Corona-Krise, aber wir sind jetzt in Sachen Industrieproduktion sogar ein bisschen stärker als noch vor einem Jahr, aber von den 25 Ländern ist Deutschland, was Zuwachs respektive Schrumpfung betrifft, an fünftletzter Stelle. Ich hatte heute Morgen ja etwas über Deutschland gesagt und den HSV, also wir sehen, dass es da naja ein bisschen hakt, obwohl die Industrie ja durchaus gut läuft, im Gegensatz zum Dienstleistungssektor, wo die Geschichten schwieriger sind. Und wir haben, darauf wollte ich Sie noch hinweisen, in den USA am Sonntag die Umstellung auf die Sommerzeit. Das heißt, die Wall Street wird den Kassahandel in der nächsten Woche nicht um 15.30 Uhr, sondern um 14.30 Uhr beginnen. Immer wieder wundern sich dann am Montag manche Leute hier in Europa, was ist denn da los, warum reagieren denn die Kurse so stark um 14.30 Uhr? Das liegt dann daran, dass die Amerikaner praktisch die Uhr umgestellt hat. So, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Ich werde jetzt den glorreichen HSV anschauen, meinen 18. liebsten Verein aus der zweiten Liga. Ihnen alles Gute. Ich sage Servus und Ciao.